Willkommen zurück hier bei Watch Dogs 2. In der letzten Folge waren wir auf so einem Festival und haben da ordentlich rumgehackt. Und jetzt werden wir weitere Missionen machen. Ich habe gerade immer noch keinen Plan, wo ich jetzt hinfahre. Aber naja, wir gucken mal. So, wir müssen auch wieder extrem weit fahren. Und dann müssen wir irgendwann noch die Graffitis zu Ende machen. Dafür werde ich dann auch nochmal eine ganze Folge machen. Allerdings weiß ich noch nicht, wann ich das mache. Ich denke mal nicht mehr heute. Denn, das nimmt dann immer so viel Zeit in Anspruch. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr ganz so viel aufnehmen. Denn ich habe jetzt echt eine ganze Menge vorproduziert. Die Folgen reichen jetzt bestimmt für eine Woche oder so. So, wo fahren wir hin? Fahren wir über die Golden Gate Bridge? Das wäre echt lustig. Golden Gate Bridge, tatsächlich. So, an welches Ende der Welt fahren wir denn da hinten? Boah, wenn man irgendwie den Radiosender wechseln könnte, ey, das wäre so geil. So, auf der Golden Gate Bridge mal wieder unterwegs und das dieses Mal bei Nacht. Ja gut, dem wäre ich jetzt auch fast reingefahren. Da hat man einmal irgendwie die Hand kurz nicht am Controller und schon passiert das. Ich musste aber gerade meine Kopfhörer mal richtig reinstecken. Die tun nach einer Zeit immer so ein bisschen weh und dann muss man die einmal rausnehmen und dann wieder reintun und dann geht's wieder. Fallen halt auch immer manchmal raus und so. Da muss ich echt nochmal überlegen, ob ich da nicht demnächst auf eine andere Alternative zurückgreife. Allerdings haben die halt einen guten Sound und sind nicht sonderlich teuer, die ich jetzt habe. Deshalb bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Wenn die nur nicht irgendwie andauernd rausfallen würden und nach 3 Stunden anfangen weh zu tun in den Ohren, das kennt bestimmt jeder. Wo zum Teufel bin ich hier? War ich hier nicht schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal. Habe ich hier nicht irgendwie dieses Ding getrollt da vorne? Ich glaube schon. So. Da hinten sieht man die City. So. Hier fangen wir dann jetzt also eine neue Mission an. Wo zum Teufel soll ich hier hin? Soll ich wieder in so ein neues Pseudo-Haus einbrechen? Ich glaube nicht. Obwohl dieses Haus halt auch ziemlich Pseudo aussieht. So, wie komme ich da jetzt hoch? Ich würde sagen, wir klettern hier einfach mal hoch. Wie er da jetzt einfach wieder runterspringen wollte. So, was sollen wir hier machen? Hallo, möchtest du das benutzen? Dachte ich mir doch. So, was kommt jetzt? Ja, ja, nur die Ruhe. Ich gehe gerade meine Kinderfeeds durch, Mann. Ladies and Gentlemen, Perverso Cole. Ach, der, okay. Stellen wir ihn kalt. Beim Baden, hier ist für jeden Geschmack was dabei. Okay, also wann hast du Zeit? Ich brauche was Neues fürs Wochenende. Die Preise steigen, Chris. Au, was zur Hölle machst du denn, Chris? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, Scheiße, Mann! Chris, bist du noch dran? Minderwertiges Schrottteil! Was auch bitte dir? 6, 8, 11. Alle Vorschulkinder. Was zur Hölle ist denn jetzt los? So eine Scheiße verdient. Tausende von Dollar, alles im Eimer. Jeden Tag. Viel Spaß. Das ist Blum, die das machen. Oh, da ist auch noch eine Kamera.
Okay. Das wäre dann wohl erledigt. Habt ihr alles gekriegt? Yep. Echt zum Kotzen. Am liebsten würde ich den Scheißkerl durch die Kamera erwürgen. Keine Sorge. Die Aufnahmen sind schon veröffentlicht. Das Erwürgen übernimmt die Öffentlichkeit. Neue Operation verfügbar. Schadenfreude. Marcus, ein neuer Follower hat das hier geschickt. Eine kleine Fortsetzung zu Holmes CEO. Das glaubst du nicht. Ich war auf dem Laufband und da kommt dieser angepisst aussehende Typ mit Trainer und schubst mich runter. Der Arsch kam mir bekannt. Okay. Also habe ich rumgefragt. Es war Stephen Bader, der Chef von Home. Warten, bis man dran ist, können so reiche Säcke wie der offenbar nicht. Sehr interessant. Was haltet ihr davon, ein hübsches Pannenvideo mit Holmes Geschäftsführer beim Training zu drehen? Stephen Bader? Ich würde diesem eingebildeten Arsch gern noch eins auswischen. Wieso gerade beim Training? Spanner Steve ist gerade im Fitnessstudio. Schnall dich an und genieß die Show, mein Freund. Der Weihnachtsmann kommt früh dieses Jahr. So ist es. So, wohin fahren wir jetzt? Wieder zurück nach San Francisco, aber diesmal über eine ganz andere Strecke. Und wir sind auch einfach wieder mitten in der Nacht unterwegs. Ich finde das Auto echt cool. Erinnert so ein bisschen an Mini. So. Fahren wir jetzt wieder zurück zur Golden Gate Bridge? Ich glaube schon, oder? Japp. Das ist doch mal cool. Also, back in die City. Was können wir hier denn noch machen? Okay, anscheinend nicht viel. Ich fahre jetzt einfach mal über den Fußgängerweg. Hier sind wenigstens keine nervigen Autos. Und keine nervigen Fußgänger. Zurück in die City. Oh oh. Okay, ich dachte mir, dass das einen Knackpunkt haben wird. Ja. Das hat's gebracht. Neue Songs entdeckt. Okay, ich füge den einfach mal dazu. Vielleicht muss ich mir den ja auch nicht anhören. Ich würde gerne die Leute in den Autos hacken. Das ist voll ärgerlich. So, hier fahre ich jetzt mal komplett raus. Verpiss dich. So. Boah, den hätte ich hacken können und den dann irgendwie ausbremsen können. Das wäre echt nice gewesen. Ich hoffe echt, die Musik hier hat gerade nicht irgendwie so einen Claim oder so. Oder ist irgendwie Copyright geschützt. Das wäre mir sehr recht. Die sagt mir aber auch nichts. Sie hört sich total strange an. Das ist in der letzten Zeit auch irgendwie so mein Lieblingswort geworden. Zu allem strange zu sagen. Aber irgendwie finde ich charmant, haha. So. Boah, ich nehme auch schon wieder fast wieder eine Stunde am Stück auf. Und davor habe ich auch noch fast wieder anderthalb Stunden aufgenommen. Also es ist, ich nehme echt so viel auf in der letzten Zeit. Jetzt 4 Tage hintereinander, das hatte ich noch nie. Jetzt muss ich das Ganze erstmal wieder fertig schneiden. Allerdings muss ich eigentlich jetzt nur noch das von heute schneiden, weil ich den Rest schon geschnitten habe, so. Das muss ich halt nur noch rendern. Das wird noch ein Spaß. So, und dann sind wir auch gleich schon da. Fahren wir jetzt in das Fitnessstudio? Ich glaube schon, oder? So. Ist das hier? Ich glaube. Sieht's danach aus? Wie zum Teufel komme ich da rein? Hierdurch nicht. Hierdurch auch nicht. Soll ich durch die Tiefgarage rein?
Hier gibt es einen Ausgang, aber ich glaube nicht, dass ich den nehmen soll. Dann suchen wir uns jetzt mal einen Eingang. Vielleicht irgendwie da oben drüber oder so. Okay. Ja, ja, alles ist gut. Da muss nichts wieder gut werden. Es ist schon alles gut. So, was kommt jetzt? Wieder dieser verwirrende Ladescreen. Okay. Okay, da ist unser CEO. Ich hoffe, das Workout, das er kriegt, gefällt ihm. Los, hau ihn von den Socken. Dazu werden wir bestimmt die Kamera hier benötigen. Oh oh. Die sind hier eigentlich alle ganz nett am Trainieren. Das werden wir jetzt mal ändern. Oha, der muss sich jetzt schon festhalten. Na, der ist schon langsam am Ende da. Setz mir noch einen drauf. Mann, ist alles okay? Ups. Ich nenne es selber schuld. Alles mitgekriegt? Marcus, das war das Schönste, das ich heute miterleben durfte. Marcus, das war ja, das dann Schönste, gleich noch mal. Das ich heute miterleben durfte. Ich schicke das Video raus. Der bloße Anblick eines Idioten, der vom Laufband fliegt, könnte der Welt Frieden bringen. Seit wann stehst du auf Frieden? Also rein metaphorisch gesprochen. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt mal eben kurz hier weiter. Einfach nur, weil es gerade so neben uns ist. Wo ist es? Da oben. What the hell? Wie soll ich da denn bitte hochkommen? Was? Neue Mission verfügbar. Komme ich vielleicht von hier irgendwie? Spaß haben? Yo, ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Primaten bei dir mit all den vertraulichen Daten, die befreit werden müssen. Ja, gut. Dein Profiler wird dir die ID des Primaten liefern, aber du hast nicht viel Zeit. Ich seh's mir an. Und wie läuft das Affenbusiness? Die bleiben nämlich nicht lange. Ja, danke dir. Ich bin dran. Die PlayStation geht auch gerade wieder mega ab. Die ist richtig laut. So. Dann sind wir auch schon da raus. Das dachte ich mir nämlich schon, dass wir dann da hinten rauskommen. Wieso lenkt das so krass nach links? So, Steuerung. Okay, aber was bringt mir das dann? Das hier wollte ich eigentlich. Das entsperren wir dann mal. So, ich habe hier einmal kurz einen Cut gesetzt, wegen eine Stunde aufnehmen und so. Da muss das zwischendurch echt mal sein. Möchtest du da eventuell wieder hoch? Die Frage ist, was bringt mir das jetzt, dass ich mich hier eingehackt habe? Hiervon kann ich die Steuerung übernehmen. Das heißt, ich würde da theoretisch... Aber das bringt mir halt nichts. Ich muss ja da hoch. Ja, ich mach's einfach mal runter. Ja, gut. Hier durch komme ich, denke ich mal, trotzdem nicht, oder? Dann fahre ich das mal eben wieder zurück. Obwohl, ich kann auch einfach O drücken. Hier wird's doch bestimmt noch irgendwo einen Aufgang oder so geben, oder? Ich meine, man soll hier ja jetzt nicht komplett umsonst herlaufen.
Und da hochzukommen bringt mir halt auch echt nur mäßig was. Boah, das hier wird echt schwierig. Ah, okay. Okay. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Falls ich mich jetzt ein bisschen anders anhöre, ich habe das Mikrofon mal wieder ein bisschen höher gesetzt. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. So, genau da landen wir jetzt. Das war sehr schlau. Jetzt kann ich da nochmal hinlaufen. Darfst auch ruhig sprinten. Darfst da auch ruhig rüberklettern. Habe ich kein Problem mit. So, einmal hier rüber. Da ist übrigens noch das Home-Gebäude. So, und hier ist einmal rauf. Und jetzt geht es wieder hoch her. Ich habe letztens auch mal wieder Alien Isolation auf meiner Festplatte entdeckt. Das war einfach das schlimmste Spiel, das ich je gespielt habe. Ach nee, also wirklich daran zurückzudenken ist schon Krebs. Ich meine, das Spiel war an sich krass. Es war einfach nur krass schwer. Okay, das war dann doch nicht so schwer, wie ich dachte. Auf jeden Fall, Alien Isolation war verdammt schwer. Mit nicht so schwer meinte ich halt gerade hier hochzukommen. Ich habe mir das ein bisschen anspruchsvoller vorgestellt. Auf jeden Fall, ja. Wer einen wirklich krassen Horror erleben will, spielt Alien Isolation. Danach werdet ihr Selbstmordgedanken haben. Ich habe damit nämlich Erfahrung. Ich glaube, ich habe irgendwie für das ganze Spiel 3 Wochen oder so gebraucht. Was daran lag, dass ich immer wieder Pausen davon bräuchte, weil ich einfach so wütend war. Obwohl die Grafik geil war. Irgendwann war ich dann so sauer, da hatte man ja so einen Schraubenschlüssel, mit dem man halt immer so rumschlagen konnte. Und mit dem habe ich dann irgendwann einfach nur noch auf alles eingeschlagen. Möchtest du da einfach nicht... Genau, das meinte ich. Einfach mal rübergehen. Das ist nicht so mein Gefährt. Wir nehmen mal das Auto da. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes für eine Mission machen können. Blumen können wir noch nicht erledigen, wie gemalt. Das machen wir so nach und nach, denke ich. Die haben wir alle fertig. Hauptoperation, dann machen wir mal das. Da fahren wir jetzt noch hin. Ja gut, das war jetzt nicht so der Plan. Ich glaube, der Controller geht langsam leer. Der spackt irgendwie übel rum. So, ich glaube, hier setze ich auch gleich einen Cut und dann nehme ich für heute nichts mehr auf. Also ich habe jetzt echt schon langsam so viel vorproduziert. Das ist echt krass. Allerdings jetzt hier so eine 4-Minuten-Datei rauszuhauen ist, naja gut. Die kommt ja sowieso nicht online, das wird dann zusammengeschnitten und dann passt das schon wieder. Trotzdem. Wir werden uns noch anhören, was der zu sagen hat und dann setze ich meinen Cut. So. Einmal hier durch. Vorausgesetzt, wir kommen rein. Der steht da hinten in der Ecke. Steht oder sitzt, je nachdem. Ja. Du darfst auch ruhig was sagen, also habe ich kein Problem mit. Hey, yo, T-Bone. Bin bereit, Mann, total bereit. Nein, im Ernst. Hacktivist-Modus aktiviert. Hey, Mann, wie kriegen wir Blumen? Was? Halt dein Joystick fest, Kleiner. Ihr werdet euch zur Blumen hocharbeiten müssen. Auch mit meiner Hilfe. Ray, briefst du ihn etwa ohne mich? Das wollten wir gemeinsam machen. Nein, ich wollte dich nur nicht stören. Nicht stören? Du störst nicht. Na komm, Marcus, briefen wir. Okay.
Also... Sehen wir uns doch mal die großen Datensammler an. Unsere Freunde bei Noodle. Bei jeder Suche, von Discount-Kühlschränken zu Bulldozer-Pornos, lernen sie immer mehr über euch. Datenprofiling-Grundkurs. Genau. Aber du wusstest nicht, dass Bloom diese Daten schon in ihren dreckigen Fingern haben. Oh, scheiße. Das ist echt gut, Sitara. Noodles Daten sind genau das, was Bloom braucht, um Bellwether zu stärken. Noch mehr Kontrolle zu bekommen. Wenn wir an diese Munition rankämen, könnten wir haufenweise verschiedene Ziele angreifen. Dabei kann ich helfen. Ihr könnt Noodle nur von der Serverfarm aus hacken. Und ohne Freigabe kommt ihr nicht in die Serverfarm. Scheiße, man kommt nicht mal aufs Gelände, wenn man kein Angestellter ist. Was glaubst du, von wem Rob Zombie hier seine Infos hat? Sag mir, du hast die Freigabe. Nein, Mann, ich versuche gerade nicht aufzufallen. Einer meiner Chefs sitzt mir schwer im Nacken. Markus könnte sich als Angestellter ausgeben. Oh, er kann sich nicht nur als einer ausgeben, Sitara. Sag ihm, was du mir gesagt hast, Horatio. Die Nudelbusse. Ich habe Ausweispapiere besorgt. Du musst das Ding einfach nur reinfahren. Dann werden die dich für einen unserer Busfahrer halten. Shit. Wow, nichts wie los. Alles klar. Hey. Legen wir los. Hey. Gut. Aber da würde ich sagen, an der Stelle setzen wir dann mal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.